Also als ich dahin kam, ich kannte kaum jemand und so, kannte nur zwei Leute und da war das große Thema. Das war gerade ein paar Tage her und das wurde, oder anders, das Gefühl war oder der Eindruck war, dass die offiziellen Medien eigentlich nicht ihre Arbeit machten, eigentlich nicht die Umstände recherchierten. Also in allen möglichen europäischen Tageszeitungen gab es bis hin zu hämischen Karikaturen, also wie sich jemand in einer Zelle irgendwie von hinten mit einer umgedrehten Waffe in den Kopf schießen kann. Also die Verdächtigungen außerhalb Deutschlands waren schon sehr weitgehend, aber in Deutschland äußerte kein Medium irgendeine Art, auch nur von Fragestellung. Und auf der anderen Seite, bei der Linken, war von Anfang an klar, wer schuld war, das war der Staat. Und als ich den zweiten Tag da war, gab es dann eine Gruppe von, wo war das auch Thema im ID, und eine Gruppe von Leuten zog sich zurück, um zu beraten, wie man damit umgehen wollte jetzt. Und das Ergebnis war, dass man eigentlich normale journalistische Arbeit macht, nämlich versucht, Fakten zu recherchieren. Was war los? Was gibt es zu ermitteln? Ja, und die meisten hatten Angst. Und ich hatte mir diese Frage beantwortet, bevor ich zum ID ging. Also, weil mir klar war, dass in dieser Stimmung zum ID zu gehen, also einige Leute auf falsche Ideen bringen würde. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie verhalte ich mich da? Lasse ich es ganz bleiben? Und habe mich dann entschieden, dass ich nicht mein ganzes Leben darauf einrichten kann, was andere Leute sich möglicherweise denken. Und deshalb bin ich auch mit den Jahren vorher schon einer größeren Distanz dahin gegangen und war dann vor mir selbst sozusagen so unbelastet, dass ich einfach angefangen habe und es für mich kein Problem war. Ich weiß noch, wie sie alle erstarrten, wenn ich zum Telefonhörer griff und den ermittelnden Staatsanwalt in Stuttgart anrief. Das fanden die weshalb komisch? Einmal vom ID aus mit der Staatsanwaltschaft zu reden, war nicht besonders üblich. Und in dieser Situation schon gleich gar nicht. Also nein, es war nicht üblich. Da war eine Grenzziehung. Also ich habe ja auch mit den Gutachtern geredet und habe mich dann gewundert nach einer Weile, dass mit großer Selbstverständlichkeit hingenommen worden sind, dass irgendwelche Gewebeproben verloren gegangen waren und sowas. Und wir hatten einen externen Mitarbeiter sozusagen, von dem wir nie so recht wussten, welche Rolle er eigentlich spielt. Er wohnte in Heidelberg, war Amerikaner, hieß Max Watts und arbeitete offiziell für Agence France-Presse. Und der kam dann alle paar Wochen oder in der Hochzeit jede Woche mit dicken Aktentaschen an und hat uns dann neuere Erkenntnisse aus seinen Recherchen vor Ort. Ich weiß nicht, woher er die Informationen hatte, keine Ahnung. Und was haben Sie dann geschrieben? Was waren Ihre Ergebnisse? Ja, das waren mehrere veröffentlicht. Die meisten bezogen sich auf die Ergebnisse von Max Watts. Also, wie gesagt, wir haben dann nur festgestellt, dass zum Beispiel die Aussage der Ermittler, dass man sich das eben nicht so vorstellen dürfe wie in einem Fernsehkrimi. In Wahrheit gäbe es höchst selten Fingerabdrücke, wovon man auch nicht normalerweise ausgeht, dass an einer blutbeschmierten Waffe nicht ein Fingerabdruck zu finden ist. Aber das müsse man sich eben nicht so vorstellen, als sei das die Regel. Sowas haben wir veröffentlicht, solche Äußerungen oder auch die offiziellen Stellungnahmen des ermittelnden Staatsanwaltes. Oder ich habe mit dem Vorsitzenden des Ermittlungsausschusses, CDU-Landtagsabgeordneter, gesprochen. Das haben wir veröffentlicht. Oder eben diese Sache mit den Gewebeproben, die Äußerungen der Gutachter und sowas. Wir haben uns also strikt jeder Wertung enthalten. Das war uns ganz wichtig, weder dem einen noch dem anderen Lager
in dieser Situation Öl ins Feuer zu gießen.